Schlimmstes gerade vorbei. Es hat geschüttet gerade und gerumpelt, aber wie? Hatten sie auch gemeldet und Michael saß draußen, Frauchen hat geschlafen, weil ich fix und fertig war. Und dann habe ich zu Michael gesagt, kommt noch was? Und dann hat er gesagt, nö, ich glaube nicht. Kaum ausgesprochen und da haben wir schon rumpeln gehört. Und da haben wir gleich alles schnell reingeräumt, ne? Schraub, Schraub, Schraub. Krebs ist ja schon vorbei. Die Markise rein, Stühle rein. Ja. Hund rein. Hund rein, ja. Der liegt da unten. Der liegt hier unten. Und ich gebe ihm noch nicht Brot. Aber das Problem sind die Tabletten, die er gekriegt hat. Also die Beruhigungstabletten, die haben ihn so ausgenockt, wie ich ihn noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich meine, der hat ja schon einiges hinter sich. Aber selbst bei einer Narkose war der nie so ausgenockt wie diesmal. Also es war einfach für den kleinen Kerl zu viel. Gut, Michael hat ein Kilo zu viel angegeben, wie er wiegt. Da hätte schon mal eine halbe Tablette wahrscheinlich weniger sein können. Das hätte schon mal wahrscheinlich was gebracht, aber war viel zu viel. Viel zu viel. Und dann zuckt der auch so komisch. Oh. Der hat so, wie sagt man? Spasmicken, oder wie? Spasmen. Genau. Steht auch in der Beipackzettel wohl drin von den Tabletten. Also Michael hat sich da erkundigt im Internet, dass es Spasmen auslösen kann. Und bei ihm ist das so. Na. Mal hoffen, dass morgen wieder alles gut ist. Positives Denken. Morgen flitzt er hoffentlich wieder durch die Gegend. Aber so habe ich es noch nie erlebt. Wirklich. Egal was er hatte, das so fertig war der noch nie. Und in seinem Alter ist alles Risiko. Deswegen hoffen wir, dass das wieder... Ich hoffe, dass das wieder vorbeigeht. Weil das macht mir Angst, muss ich ehrlich sagen. Naja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Und dann morgen hoffentlich sieht die Welt wieder schöner aus. Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Melden. Ich habe gerade eine Wanderung hier gemacht. Wir sind anfangs zusammengelaufen und Michael ist dann einfach wieder zurückgegangen, weil Dolten geht es zwar wieder den Umständen entsprechend gut. Wir sind echt froh, dass es so ist, aber er hat Verdauungsprobleme und er ist ja eh immer empfindlich auf dem Magen-Darm und da ist er noch nicht so ganz fit und deswegen ja, sind die zwei zurückgegangen, es ist einfach zu warm und zu anstrengend noch für ihn und ich habe dann meine Tour jetzt hier ein bisschen alleine gemacht, das war sehr schön. Lauterbrunn ist immer eine Reise wert und ja, wir sind aber allerdings froh, wirklich, dass es Dolten so geht, wie es ihm geht
Und jetzt laufe ich auch wieder zurück. Ja, der Campingplatz, der ist ja sehr schön. Campingplatz Rütte, wir haben nur ein Problem, weil wir ja nicht gebucht haben und es Hauptsaison ist, müssen wir halt jeden Tag, jeden Morgen umziehen. Das heißt, wir kriegen jeden Tag einen neuen Platz zugewiesen. Und weil die Plätze wohl, wo wir draufstehen, dann eben gebucht sind und dann müssen wir immer so Restplätze nehmen. Das macht uns aber nichts, das ist kein Problem. Wir kommen halt noch nicht so früh dann los, ehe wir dann uns umgestellt haben und wieder alles aufgebaut haben. Und dann ist es doch 11, 11:30 und dann ist es eigentlich schon zu warm. Dann mal gucken, dass wir morgen, würde ich gerne früh nochmal eine Wanderung hier machen in die andere Richtung und mal gucken, ob das klappt. Vielleicht mache ich es auch alleine ohne Michael und Dolden, dass die sich noch ein bisschen ausruhen. Michael muss ja dann auch wieder arbeiten jetzt die Woche am Donnerstag und von daher vielleicht mache ich es dann auch alleine. Ja, also große Aufregung, aber jetzt sind wir alle beruhigt und Gott sei Dank. Ja, also irgendwann kommt ja der Tag X auf uns zu, das wissen wir ja auch. Aber ich will noch nicht dran denken und ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich das überstehen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber da müssen wir dann halt durch. Das ist der Nachteil, wenn man dann ein Tierchen hat. Ne? Vor allen Dingen, wenn man es so leiden sieht. Und Dolden war gestern wirklich völlig hinüber. Der konnte nicht stehen, der konnte nicht fressen alleine. Der konnte noch nicht mal hecheln. Und da hatte ich halt Angst gehabt, weil es ja auch warm ist. Und die sich damit runterkühlen, hat er nicht hingekriegt. Konnte nicht hecheln. Also er konnte gar nichts. Und dann vor allen Dingen, wenn man das so sieht, dass die Augen so verdreht sind und die Lider haben so nach unten gehangen und er hat dann immer so verdreht geguckt und wusste ja gar nicht, was mit ihm los ist. Er konnte das überhaupt nicht einordnen, was er hat. Und das war halt eben, das tat uns so leid, das zu sehen. Ne? Also ein Tier leiden zu sehen, das ist schrecklich. So, und jetzt geht's weiter. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. Cause I've been running. I know it's nothing new, but it's so good to see you. Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Ich bin jetzt hier heute am zweiten Tag in das Tal reingelaufen, weil ich dachte, ich kann mal auf die Jungfrau schauen, aber die ist versteckelt noch hinter dem Berg. Aber es war grandios. Also eine wunderschöne Aussicht. Ich wollte mal wissen, wie es hier hinten am Ende aussieht und das habe ich auch geschafft. Aber es war echt sehr anstrengend und leider habe ich es bis zur ersten Alm, also was da dran steht, nicht geschafft. Nicht ganz, 10 Minuten vorher habe ich aufgegeben, aber es war dann doch relativ steil und ich habe keine Stöcker für Runterzus. Hochzus ist nicht das Problem, da bleibe ich halt ab und an mal stehen, aber Runterzus, ich bin nicht so trittsicher und ja, es gibt auch noch ein paar orthopädische Schäden, die ich da habe und von daher habe ich dann gedacht, nee, das Risiko gehe ich nicht ein und dann habe ich aufgegeben und bin wieder zurück. Ich habe aber alles gesehen, was ich sehen wollte. Und jetzt mache ich gerade eine kleine Pause und jetzt laufe ich langsam wieder zurück und dann werde ich erstmal
unter die Dusche hüpfen. Also, wunderschön, wenn ihr hier nach Lauterbrunn fahrt. Also ruhig mehrere Tage einplanen. Es ist so viel Schönes zu sehen, schöne Wanderwege. Kommt ein Auto. So viele schöne Wanderwege, die man hier laufen kann und einfach eine traumhafte Bergkulisse, also sehr empfehlenswert. Der Campingplatz ist auch rund um die Uhr voll ausgebucht und da ist es wirklich besser vorab zu buchen und sich dann ja, in Ruhe hier hinzustellen, als dass man immer jeden Tag so wie wir jetzt umziehen müssen und dann kriegt man auch mal den einen oder anderen Platz, der nicht so ganz so schön ist. Aber wir sind ja froh, dass wir überhaupt einen Platz gefunden haben. So, bevor hier noch mehr Autos kommen, mache ich jetzt Schluss und jetzt geht es weiter runter zu. Und dann ist heute Relaxing angesagt. Aber es hat Spaß gemacht, war cool, echt. Für den Winter. It's just us two, me and you. So, da bin ich wieder. Bin wieder unten. Jetzt erstmal eine schöne Dusche und dann nachher ein schönes Eis. Just feel so lucky, I'm home, I'm home. Still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde, auf unserem Kanal Living and Travel. Servus. Wir haben schon ein paar Mal angefangen, deswegen muss ich gerade lachen. Ja, zu unserem Fazit unserer Schweiz-Frankreich-Tour, unserer Kurztour, Kurztrip. Vorab sei gesagt, unserem Hund geht's wieder gut. Er war aber dann nochmal krank aufgrund des Stresses, was er da eben hatte und Hitze und alles. Gab es halt Verdauungsprobleme schon die ganze Zeit und dann noch schlimmer und dann hatte er eine Drüseninfektion, eine Popodrüseninfektion, um es mal vorsichtig auszudrücken, und musste auch sediert werden, weil er sich überhaupt nicht hat operieren lassen. Ach Quatsch, sich überhaupt nicht untersuchen lassen hat. Und es gibt so eine bestimmte, manche Hunde haben das halt einfach, die vertragen die Sedierung nicht und dann setzt der Atem aus. Und das war bei ihm wieder so. Ich wusste das, er hatte das schon mal gehabt. Er hat es zweimal schon gehabt und ich hatte Angst davor. Und es ist wirklich tatsächlich passiert und er lag dann da und hat wirklich keinen Mucks mehr von sich gegeben. Also das war ein Schock, das kann ich euch sagen. Der Arzt hat es wieder hingekriegt mit Adrenalin, hat ihn wiedergeholt und er hat alles gut überstanden. Er ist auch jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Es ist alles super, Herz in Ordnung für seine 17 Jahre top, Blutwerte alle in Ordnung. Also das ist wieder okay, aber es war eine sehr, sehr aufregende Zeit. Die letzten 3 Wochen waren anständig gewesen. Ja, aber es geht ihm wieder gut. So, jetzt zu dem Eigentlichen. Also fangen wir mal an. Also Schweiz, das erste Problem, was wir hatten, war ja die Internetkarte. Und mir hatte euch dann gar nicht gesagt, was wir dann gemacht haben, also wo wir uns dann eine besorgt hatten. Das kannst du ja jetzt mal erzählen, dann Martini. Ja, Martini war ich da im Einkaufszentrum, da gab es einen oder gibt es einen Shop von Sunrise. Und da habe ich mir eine Karte besorgt
Das ist ein gutes Deal. Du zahlst 2,50 Franken am Tag für Highspeed-Internet unbegrenzt. Wir hatten 3 Handys dabei, also mein Ersatzhandy haben wir als Router genommen, da habe ich die Karte reingemacht, habe die aufladen lassen mit 40 Franken, davon ist jetzt noch jede Menge drauf, weil du bezahlst nur an dem Tag, wo du es tatsächlich benutzt. Wenn du es nicht benutzt, bezahlst du auch nichts und da sind bestimmt jetzt noch mindestens 20 Franken drauf. Das ist eine Prepaid-Karte, die gilt ein Jahr. Theoretisch verfällt die nach einem Jahr, aber man kann auch mittlerweile aus Deutschland die Karte am Laufen halten, indem man sie aktiviert oder auflädt oder mal kurz benutzt und dann läuft das Ding wieder ein Jahr. Ja, aber ich glaube, du musst dann da anrufen und musst die freischalten lassen nochmal. Du kannst das im Internet machen. Ja? Ja. Okay, hat super geklappt. Ja. Und das werden wir auch machen, weil dieses Aktivieren, dass man es dann einen Tag mal halt benutzt, ne? Weil dann hat man wieder gleich eine aktivierte Karte, ja, wenn man wieder mal hinfährt. Ja, muss nicht hier wo in ein Geschäft gehen und dann da rummachen und alles, sondern die Karte. Ja. Und solange sie gültig ist, ist sie gültig. Da wir ja gerne in die Schweiz fahren und immer wieder mal und das einfach auch für uns so ein richtiges, wunderschönes Land ist, wo man immer wieder hinfahren kann, werden wir die auch sicherlich nutzen. Ja, ohne geht nicht. Das zu der Karte nochmal. Ja, dann, ach, jetzt habe ich es wieder, ich muss immer hier aktivieren. Ja, dann zu den Kosten, Stellplätze, Campingplätze, Frankreich, Schweiz, was wir jetzt nur so beurteilen können. Frankreich war recht günstig. Mhm. Also 25 Euro haben wir bei dem Lavendel-Camping bezahlt und das war nicht schlecht. Da gab es ja ein Schwimmbad und Duschen und so weiter und so fort. Alles da, war wunderbar. Hätte der eine oder andere Dusche ein bisschen sauberer sein können, aber gut. Das liegt ja auch oft an den Gästen und nicht am Personal. Und ansonsten, also super, also muss man echt sagen. Und auch die Stellplätze, wo wir waren, da in Castellane, ich glaube 11 Euro oder so haben wir da bezahlt. 11 oder 10? Ja, ich glaube 11 Euro. 11 oder 14 Euro. Also es war wirklich günstig gewesen. Und in der Schweiz, ja, da ist es natürlich ordentlich. Also wir haben dann da. Also für einen Tag in Martigny haben wir fast 70 Euro bezahlt. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, wir haben uns ein Kühlschrankfach gemietet. Das kostet am Tag 4 Euro. Und wir haben eine Maschine Wäsche gewaschen. Mhm. Und einmal Trockner auch, glaube ich. Nee. Ja. Hatten wir Trockner auch? Ja. Okay, also der Trockner 5 Euro oder 5 Franken, das ist ja das gleiche ungefähr. Die Waschmaschine 5 und dann nochmal 9 Euro praktisch, nee 8 Euro das Kühlschrankfach. Also das waren dann nochmal zusätzliche Gelder, die dann da auf uns zugekommen sind. Und 56 Euro haben wir, glaube ich, für den Platz bezahlt mit Kurtaxe und Hund und tralala. Also ist schon ordentlich, aber gut, war schön, also gab alles, war ja wunderbar, habt ihr ja gesehen. Und auf der Fafleralp weiß ich nicht, da hatte Kai in seinem Video gesagt, 29 Euro hat er bezahlt, wir haben 45 bezahlt. Warum? Keine Ahnung. Man hat auch keinen Strom, nichts gibt es da ja nicht. Wissen wir nicht. Vielleicht, weil er ein Star ist. Ja, ja. Ah, ja, von dem haben wir leider viel zu wenig mitbekommen. Also der wurde einfach vereinnahmt und ja, irgendwie, man hatte das Gefühl, so ein bisschen beschützt, also leider nicht so sehr viel mitbekommen von Kai diesmal, schade. Aber gut, aber Fafleralp, also das können wir euch auch wirklich nochmal nahelegen, ein Traum dort, gell? Ja. Ei, Jesus, war das schön gewesen. Auch die Fahrt dahin, ne? Ach, war das schön da in dem Tal. Nee, also wirklich, das ist echt, das können wir euch wirklich empfehlen, das war sehr, sehr, sehr schön gewesen. Ja, und dann sind wir ja nach Frankreich gefahren und ich wollte ja unbedingt die Lavendelfelder sehen und das hat ja noch geklappt und da war ich natürlich äußerst glücklich darüber. Es hat mich natürlich sehr, sehr gefreut und ja, war zwar schon ein bisschen spät, war schon einiges weg, abgeerntet und auch
ja, nicht mehr ganz so frisch. Also hat man auch im Video gesagt, besser ist Ende Juni, Anfang Juli. Ja. Aber wirklich Anfang Juli. Und ja, aber trotzdem war es wunderschön gewesen. Und der Duft, den man da einatmet. Und dann diese schönen diese schöne Weinregion und die Dörfer in den... Ja, das hat was. Wie heißt es? Provence. Provence, ja. Also es war ganz toll gewesen. Hat uns sehr gut gefallen und es bleibt doch dabei, weil es uns so gut gefallen hat, fahren wir jetzt in 3 Wochen nochmal nicht in die Schweiz, nach Frankreich. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, essenstechnisch haben wir ja nicht viel ausprobieren können in Restaurants, aber wir waren in einem Supermarkt. Schade, dass ich das Handy nicht dabei hatte. Gell? Jesus, hatten die eine Auswahl gehabt. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Also das war auch so groß wie bei uns der Globus ungefähr, so in der Art auch. Also da gab es alles drin. Aber die Fischtheke und die Käsetheke. Oh, ich hätte gern mal alles probieren wollen. Oh, also diese Tintenfischsalat und was er alles hatten, das was du bei uns nie kriegst. Das war so lecker. Da haben wir dann auch Calamaris gekauft und die waren so lecker. Nicht die dicke Panade drum gepumpt. Ne? Das war richtig gut, gell? Ja. Oh, hatten die eine Auswahl gehabt. Also das war ein Supermarkt. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und alles so schön angerichtet. Desserts und alles. Oliven und Wahnsinn. Wirklich, also das nächste Mal, wenn wir da fahren und sehen so einen Supermarkt nochmal, da will ich nochmal rein. Das muss man filmen. Das ist gigantisch. Und auch, in der Schweiz, also das war auch sehr angenehm. Wir waren ja in der französischen Schweiz gewesen. Der Lidl hatte auch ein sehr gutes Angebot gehabt. Käse etc. und so gab es auch wirklich tolle Sachen. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich nehme ja immer sehr viel Essenszeug mit, weil ich ja viel koche, aber das mache ich nicht nochmal. Also, weil einfach, bei mir ist es halt so, ich esse halt eigentlich ausschließlich nur Biofleisch und das kriegst du halt nicht überall. Ne? Aber der Lidl zum Beispiel war in Frankreich auch so gut bestückt gewesen, dass das, glaube ich, kein Problem ist und der Kühlschrank im Sommer schafft es halt einfach auch nicht. Also das kannst du völlig vergessen. Ne? Also den habe ich hier noch so vollgestopft. Also das war einfach, man muss wirklich öfters einkaufen gehen und so viele Sachen nehme ich nicht mehr mit. Das mache ich nicht nochmal. Ja, das ist mein Fazit. Ja. Was Essen betrifft. Und ja, dann was gibt's noch? Eigentlich nichts groß. Ach so, in Frankreich sind oft die Verkehrsschilder, die Ortsschilder verkehrt rum. Dann haben wir mal gegoogelt, weil wir gedacht haben, hä, wieso denn das? Ja. Stehen einfach auf dem Kopf. Und das ist, weil? Das Protest gegen die französische und die europäische Wirtschaftspolitik. Da haben etliche Gemeinden in Frankreich aus Protest, stellen sie ihre Ortsschilder auf den Kopf. Ja, also da ist auch. Zwei Sachen noch einmal. Schweiz, die Maut. Ah ja. Brauchst du keine Plakette mehr kaufen, habe ich online gemacht. Ist auch gut so, sonst ist irgendwann die Scheibe hier voll gekleistert mit allem möglichen Mist. Ja, das stimmt. Du brauchst also nichts mehr auf die Scheibe kleben, machst du online. 14 Monate Kosten. Das weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, wie viele Franken das waren. Aber die gilt 14 Monate. Ist günstiger als in Frankreich auf jeden Fall die Autobahn. Weil das ist. Ui, ja. Das ist mal richtig teuer. Also für das eine Stück haben wir über 60 Euro bezahlt. Nur. Mehr? Das eine Stück war ein paar und 50 und dann kam nochmal ein Stück weiter nochmal und das waren nochmal 6 oder 7. Also es waren so 62, 63 Euro. Hin und zurück? Nein. Nur ein Weg. Nein, zurück sind wir ja dann Landstraßen gefahren, ja. Meistens. So, und Frankreich selbst, ja, da bezahlt es halt an der Autobahn. Und solltet ihr in größere Städte fahren wollen oder so, braucht ihr eine Umweltplakette. Die kannst du im Internet bestellen, die kostet 4,50 Euro. Und die klebt ihr dann in die Scheibe. Und dann könnt ihr in Frankreich fahren, wo ihr wollt.
Habt ihr das Ding nicht, kann sehr teuer werden, wenn sie euch kriegen. Also ja, hatten wir schon mal ein Video da letztes Jahr, wo wir schon mal fahren wollten, gesagt. Und hast du die jetzt bekommen oder du hast doch gesagt... Nein, das dauert circa 2 Wochen, bis du die kriegst. Aber du kriegst nach einem Tag eine, ja, quasi eine Rechnung per E-Mail und die kannst du ausdrucken, die kannst du vorne reinlegen, die zählt genauso. Dauert also ungefähr einen Tag, bevor du legal dann fahren kannst. Plakette selbst 2 Wochen. Aber brauchst du nicht. Solange wie du das Ding hast, ist gut. Mhm. Siehst du? Dann hätten wir das letztes Jahr doch machen können. Naja, das ist ja mal gut zu wissen. Ja. Ich glaube, das war's. Hitze im Kastenwagen habe ich noch geschrieben. Wir sind so froh, dass wir diesen Air Max eingebaut haben. Max-Van. Nee, wie heißt das? Max-Van, ne? Max-Van, glaube ich, ja. Ja, Max-Van. Meine Güte, wenn wir den nicht gehabt hätten, der hätte mal aber alt ausgesehen. Und was wir uns jetzt auch noch anschaffen, ist so ein Sonnensegel, was man an eine Markise ranmachen kann, damit die Front vorne eben auch zugedeckt ist praktisch, ne? Diese Schatten wirft praktisch. Man hat ja oft das, wenn man die Markise ausfährt, gar keinen Schatten unten drunter, je nachdem wie die Sonne kommt. Und da werden wir uns nochmal so ein Teil holen, ne? Dass wir da nochmal ein bisschen mehr Schatten haben. Vor allen Dingen auch für den Kleinen hier, für den kleinen Mann. Dem macht die Hitze richtig zu schaffen. Und wenn er dann noch so wie da krank ist, dann erst recht. Also das ist nochmal so eine Anschaffung, die wir gerne machen möchten. Ja, das war's zu unserem Fazit. Ich möchte jetzt noch eine persönliche Bemerkung hinzufügen zu einem sehr dreisten, frechen Kommentar, finde ich, den ich bekommen habe. Das muss ich einfach mal loswerden an denjenigen, falls er das schaut, der das kommentiert hat. Man muss mich nicht mögen. Ja, man kann auch wegen mir denken, ich möchte gerne im Mittelpunkt stehen. Aber es ist auch nicht so ganz einfach, nur mal zur Erklärung, wenn jemand, also der Partner, nicht so gerne vor die Kamera möchte, dann ist es halt so, dass der andere dann halt mehr vor der Kamera erscheint. Das ist die logische Schlussfolgerung. Und ich möchte mich auch persönlich nicht präsentieren, sondern ich möchte, wenn ich mich zeige, dann halt eben auch meine Gefühle oder Emotionen mit Bildern sprechen lassen. Sprich zum Beispiel, wenn ich in so einem Lavendelfeld stehe und mal die Arme ausbreite und mich drehe, dann würde ich einfach damit zeigen, dass ich glücklich bin, dass ich in diesem Lavendelfeld stehe, weil ich mir das so sehr gewünscht habe. Das kommt vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so gut an, aber das ist meine Intention, die ich da habe. Versteht vielleicht nicht jeder. Kann ich auch verstehen. Habe ich kein Problem mit. Aber dass man mir unterstellt, dass ich schuld bin an Michaels Herzproblem, da hört für mich die Freundschaft auf. Das geht mir zu weit. Weil da sollte derjenige vielleicht, wenn er denn zwischen Ohr und Ohr Substanz hat, die mal einschalten, weil es gibt auch Menschen, die sich das sehr zu Herzen nehmen. Und man kann dadurch auch vielleicht etwas anrichten, was man gar nicht anrichten möchte. Also das ist eine Unverschämtheit gewesen. Wie gesagt, man muss mich nicht mögen oder auch ihn oder uns nicht oder wie auch immer. Das ist immer eine Frage des Geschmacks. Kein Problem. Aber solche Kommentare, die verbiete ich mir einfach. Das möchte ich nochmal am Ende sagen. So. Deswegen habe ich keinen... Draht. Nee, keine asozialen Medien bei mir auf dem Handy oder irgendwas, weil du musst immer mit sowas rechnen und ich tue mir das nicht an. Das ist jetzt auch keine Rechtfertigung, weil das finde ich auch immer so negativ belastet, das Wort Rechtfertigung, sondern das ist einfach mal eine Ansage, mehr nicht, ne? An denjenigen. Gut, aber wir erfreuen uns ja an den vielen anderen netten Kommentaren, die wir bekommen. Und das ist natürlich auch eine Ausnahme jetzt, aber das konnte ich so einfach mal nicht stehen lassen. Das hat mich also wirklich also schockiert, wie man sowas schreiben kann. Dann bin ich vielleicht ein bisschen anstrengend, aber so viel Anstand habe ich dann doch, dass ich sowas nicht öffentlich jemanden so hinknalle. Also, dann jetzt mal
Schluss. Bis bald. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.